Abend! Heute freut es mich mal wieder ganz besonders, euch ein Spiel vorzustellen, weil es ist eins meiner Lieblingsspiele, quasi von 0 auf 1 eingestiegen, als ich es kennengelernt habe. Nations, das Würfelspiel von Rustan Hakansson, bei Pegasus Spiele dieses Jahr 2017 in Deutsch erschienen. Soweit ich weiß, ist das so die erste deutsche Ausgabe. Vorher gab es das nur in Englisch. Wenn ihr es probieren wollt, mal wieder meine freundliche Empfehlung. Ihr könnt es online probieren, bevor ihr es euch natürlich kauft. Und zwar auf yukata.de könnt ihr es spielen und auch auf Boîte en Jeu. Heißt die Seite, hoffe ich. Boîteenjeu.com. Ich schreibe vielleicht hier nach hinten im Nachspann nochmal rein. Da findet er mich auch, da findet er viele andere spannende Spieler, viele andere spannende Spiele und auch Nations, The Dice Game, Nations, das Würfelspiel, das ich euch heute etwas näher vorstellen möchte. Nations, das Würfelspiel, lässt es vermuten, es gibt auch ein Nations, das kenne ich persönlich nicht, das ist vielleicht auch ganz gut, weil normalerweise habe ich was gegen dieses Blablabla, The Dice Game, Blablabla, das Kinderspiel, Blablabla, das Kartenspiel, Blablabla, das Kinderkartenspiel, Blablabla, die erste, zweite, zwölfte Erweiterung. Aber da ich nicht weiß, wie das Originalspiel funktioniert und ist, konnte ich hier ganz unbedarft an Nations, das Würfelspiel, rangehen, ist als Kennerspiel gekennzeichnet, lässt sich vielleicht relativ leicht spielen, aber schwerer zu beherrschen, selbst für mich. Altersangabe ist mit 12 angegeben, weiß ich nicht, kann man jünger. Also als geübte Spieler geht es auch jünger. 1 bis 4 Spieler, stimmt tatsächlich, ist es noch eine nette Einspieler-Variante da drin. Was haben wir? Außer einer Anleitung 4 Krimskrams. Ich zeige euch wieder auch alles in Fotos, die spielentscheidenden Elemente. Was ist drin? Also hier ist die Punktetabelle. Die gibt es einmal für die Bücherwertung und einmal für die Siegpunkte. Außerdem liegt hier immer ein Ereignis, das erkläre ich gleich. Außerdem haben wir dieses Tableau hier. Das ist quasi das Markttableau, nenne ich es mal, weil hier sind die Karten drauf, die man kaufen kann. Jeder Spieler bekommt so eine Karte hier. So, Griechenland, Persien, Rom, Ägypten unterscheiden sich absolut in nichts, haben also keine besonderen einzelnen Grundvoraussetzungen, sind nur einfach die Spielerfarbe, mit der man die Pöppel hier dann weiter rechnet. Weiterläuft. Außerdem gibt es für jede Epoche einmal einen kleinen und einen großen Stapel. Zack, das Spiel läuft über 4 Epochen. Die sind dann erkennbar an denen, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier sind so kleine Striche, die sind auf der Vorderseite auch. In der 4. Epoche sind dann logischerweise da auch 4 Striche. Ich hoffe, ihr konntet es sehen. Wenn nicht, müsst ihr es mir einfach glauben. In jeder Epoche wird eine von den 3 Karten aufgedeckt und dahin gelegt. Das ist das Ereignis für das Rundenende. Das erwähnte ich schon. Außerdem wird dieser Markt aufgefüllt. Bei 1 bis 3 Spielern werden diese 9 Felder benutzt. Bei 4 Spielern kommt diese Reihe dazu. Es wird einfach wild drauf los aufgedeckt. Es werden nicht alle Karten verwendet. Deshalb ist jedes Spiel auch ein bisschen anders. Auch landen die Karten ja jedes Mal an verschiedenen Stellen. Deshalb, so 3 Karten sind übrig geblieben hier. Deshalb ist jedes Spiel ein bisschen anders. Vielleicht schon an der Stelle mal ganz kurz zur Preispolitik in diesem Spiel. Ihr seht hier jeweils, was es kostet. Es kostet nämlich entweder Gold oder Rüstung oder Waffen, Verteidigung, was weiß ich. Und es kostet 1, 2 oder 3. Dieses Teil kostet also 1 Geld. Dieses Teil kostet 2 Geld. Dieses Teil kostet 3 Militärs. So, was gibt's? Ich erkläre euch noch fix weiter den Spielaufbau, bevor es darum geht, was es so gibt.
Jeder Spieler kriegt hier so eine Karte, wo auch der Spielablauf kurz nochmal erklärt ist. Außerdem wird hier angezeigt nochmal, was auf den Würfeln drauf ist. Ist das ganz hilfreich? Es gibt nämlich Würfel in vier verschiedenen Farben. Und davon reichlich. Herrlich. So, hier sind übrigens die Marker, mit denen man hier die Punkte abläuft. Am Anfang des Spiels, man hat das hier ganz nett eigentlich markiert, hat jeder Spieler fünf weiße Würfel. Außerdem, neben den Würfeln, gibt es noch hier diese Marker. Das können hier so diese Friedenssymbole sein. Nochmal würfeln. Gold. Steine. Und auch Bücher. Upsala. Davon hat auch jeder am Anfang einen. Der Rest bleibt erstmal frei. Als letztes ist hier noch so ein Vierseiter drin. Ich hole mal kurz raus. Ja. Zack, so ein hübscher kleiner Vierseiter. Den braucht man für das Ein-Personen-Spiel. Knister, knister, knaster. So. So, ich hoffe, man kann das jetzt hier gut sehen, wenn ich jetzt einfach mal erkläre, wie so eine Spielrunde abläuft. Am Anfang, wenn man dran ist, vor Beginn der Runde wird das hier alles aufgedeckt, das aufgedeckt. Und alles ist oberhalb dieses Tableaus im aktiven Bereich. Alles, was hier liegt, kann ich benutzen. Alles, was ich benutzt habe, wandert in diesen Bereich und ist benutzt und für mich in dieser Runde tabu. Wenn ich dran bin, Achtung, Ohren zu, würfel ich einmal. Ach, das ist jetzt aber hier eine schöne bunte Mischung. Auf den weißen Würfeln ist so ziemlich ist alles drauf, was man gebrauchen kann. Es sind Olivenzweige drauf, es ist Rüstung drauf, es sind Steine drauf, es ist Gold drauf und ein Buch ist eigentlich auch noch da drauf. Jawohl, Buch ist auch noch drauf. Das ist jetzt das, womit ich leben muss. Ich habe schon gesagt, das ist das, was ich kaufen kann. Was kann ich denn kaufen? Ich könnte mir neue Würfel kaufen. Neue Würfel sind immer gut. Und dieser Würfel kostet jetzt 2 Geld. Das ist ein bisschen, das ist natürlich ganz schön teuer. Einen billigeren gibt es aber nicht. Aber neue Würfel sind immer gut, weil die Würfel der unterschiedlichen Farben können verschiedene Sachen. Auf dem weißen Würfel, wie gesagt, sind Gold, Bücher, Nahrung, das ist das grüne Nahrung, Rüstung und Steine drauf. Jeweils einer. Außer bei Gold sind zwei. Die gelben Würfel, die sogenannten Geldwürfel, nennen wir sie gerne, weil hier ist Gold in verschiedenen Mengen drauf und auch noch ein bisschen Nahrung. Auf den blauen Würfeln sind Bücher und Steine drauf. Bücher brauche ich, um auf der Liste hier weiter voranzukommen. Das erkläre ich gleich. Und Steine brauche ich, um Weltwunder zu bauen. Die kommen wir auch gleich zu. Oder nicht Weltwunder, sondern Gebäude zu bauen. Doch, Wunder sind es, egal. Was haben wir noch? Der rote fehlt noch. Der rote, der ist so Krieg und Frieden. Da ist ein bisschen Nahrung drauf, ein bisschen Stein und ganz viele Waffen, wie ihr seht. Aber das habe ich jetzt gewürfelt. Ich möchte jetzt gerne diesen blauen Würfel haben. Muss dafür 2 Geld abgeben. Ich habe hier ein Geld und ich habe ja, ach hurra, ich habe ja vom Anfang an auch noch diesen. Ich habe jetzt 2 Geld bezahlt und kann jetzt also diesen Würfel nehmen. Und jetzt kommt schon so ein Trick bei dem Spiel, den ich das ist für mich ganz entscheidend bei dem Spiel. Ich decke jetzt, ihr seht es, das hat einen blauen Rand. Das heißt, ich muss jetzt diesen weißen Würfel abgeben. Das kann ich. Ich kann einen von meinen aktiven Würfeln abgeben. Ich kann aber auch einen passiven Würfel abgeben. Nehme also einfach diesen Würfel. Gib den ab, ne, weil ich ihn abgedeckt habe. Es stimmt jetzt also wieder. 4 weiße und ein blauer. Weil der neue ins Spiel kommt, darf ich ihn auch direkt würfeln. Aha, 3 Bücher. Damit ist mein Zug beendet. Womit mein Zug auch beendet ist, ist, wenn ich neu würfle. Wenn ich sage, ach, das bringt mir alles nichts,
kann ich meinen Neuwürfelmarker benutzen und nochmal würfeln, so viele Würfel wie ich will. Aber dann ist mein Zug auch schon wieder beendet und der nächste Spieler ist an der Reihe. So, was kann ich nachkaufen? Ich kann mir sogenannte Helfer kaufen. Davon ist jetzt hier gerade keiner dabei. Dann klauen wir uns mal fix ein. So, Helfer erkennt man am gelben Rand. Man darf immer einen Helfer haben, sollte ich später im Spielverlauf mir einen anderen Helfer kaufen, gebe ich den anderen Helfer ab und muss auch das abgeben, was drauf war. Das kann ganz witzig sein, weil ich bekomme jetzt dafür, dass ich diesen Helfer gekauft habe, bekomme ich Hokus Pokus Fidibus einen neuen Normalwürfler. Kaufe ich jetzt im späteren Spielverlauf nochmal einen Helfer, ich darf ja immer nur einen haben, heißt das, ich muss einen Helfer abgeben, also auch diesen Marker. Auch da darf ich wieder entscheiden, nehme ich einen aktiven oder passiven, wo ich jetzt natürlich den passiven nehme, ich schlauer Fuchs, und ich bekomme dadurch wieder einen neuen. Weil der neue ins Spiel kommt, ist der aktiv. Na? Spannend, spannend. Was kann ich noch kaufen außer Würfeln und Helfern? Ich kann Gebiete erobern. Die kosten Schwerter, bringen zum Ende hin relativ wenig, deshalb sind dann nur noch Siegpunkte drauf. Jetzt, wenn ich jetzt eine Rüstung abgebe, bekomme ich einen so einen Geldmarker. Natürlich auch wieder aktiv zum Benutzen. Was kann ich noch? Ich kann diese Weltwunder. Diese Weltwunder, die haben zwei Schritte. Zum einen muss ich sie kaufen. Für ein Geld kann ich mir dieses Weltwunder kaufen. Das kommt erstmal hier hin. Hier darf immer nur ein Weltwunder liegen. Das muss ich dann erstmal bauen oder wegschmeißen, wenn ich ein neues Weltwunder mir dahin legen will. Das Weltwunder baue ich wieder in einer späteren Runde, indem ich das an Steinen abgebe, was hier gefordert ist. Hier sind zwei Steine gefordert. Ich gebe also zwei Steine ab und kann den bauen und habe fürs Spielende zwei Siegpunkte gesammelt. So geht das reihum, bis jeder irgendwie alles verbraucht oder benutzt hat. Und sagt, ich passe. Dann dreht er hier seinen Marker um. Zack. Und alle anderen sind aber eventuell noch dran, bis auch sie gepasst haben. Jetzt wird geguckt, wer möchte eine Hungersnot bekämpfen. Ich brauche jetzt hier eine Nahrung. Ach, habe ich ja noch. Was für ein Zufall. Und kann dafür noch einen weiteren Siegpunkt kassieren. Außerdem kann ich noch Bücher sammeln und werten. Das heißt, ich habe hier noch drei Bücher. Das heißt, ich kann hier in der Bücherreihenfolge drei Schritte nach vorne gehen. Diese Bücherreihenfolge ist deshalb so wichtig, weil ich immer Siegpunkte kriege anhand der Platzierung, die ich bin. Bin ich also bei vier Spielern der Erste in der Bücherwertung, bekomme ich am Ende jeder Runde drei Siegpunkte. Bin ich der Zweite, bekomme ich zwei Siegpunkte und so weiter und so fort. Nur der Letzte geht leer aus, das ist logisch. Außerdem kann ich auch noch Kriege bekämpfen. Hier brauche ich nur für ein Schwert bekomme ich auch noch einen Siegpunkt. Ach, gucke, da habe ich auch noch übrig. Sehr schön. So. Jetzt wird geguckt, wer hat die meisten Schwerter vor sich zu liegen, weil derjenige in der nächsten Runde Startspieler ist. Und so weiter und so fort. Man gibt sich dann diese Karten untereinander einfach weiter. Bei Gleichstand bleibt die Zugreihenfolge einfach gleich, also da muss dann weniger getauscht werden. So geht das über vier Runden und macht einen Heidenspaß, wenn man immer wieder versucht, die Würfel, die man kriegt, optimal auszunutzen. Es gibt mittlerweile eine Erweiterung, die kenne ich noch nicht, weiß ich auch nicht, ob man die braucht. Ihr wisst, ich bin ja da eher kritisch, was Erweiterungen betrifft. Bei der Einspieler-Variante spielt man sozusagen gegen den Würfel, der einem, je nachdem, was gewürfelt wird, hier immer Sachen wegkauft und einen dadurch ein bisschen bremst, für sich selbst das optimale Board aufzubauen. Ja. Mehr ist erstmal zu Nations nicht zu sagen. Probiert es aus, meinetwegen online oder bei Freunden offline. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, der Frank.